Was? Neutralizer-Kanone? Oh, neue Aufnahme? Ja. Ich will nicht, dass das irgendwie so out of sync geht, falls es... Weil wenn es stockt, dann könnte es mal gut gerne passieren. Neutralizer-Kanone braucht man. Sprungkit braucht man definitiv. Flugstabilisator braucht man. Und das Sternenantrieb. Man merkt schon, Sternenantrieb, es wird episch werden. Es wird verdammt episch werden. Ich bin noch am Löschen. Ja, danke. Im Radio sagen sie, es würde einen neuen Angriff geben. Lasst euch nicht überraschen! Yay. Ja, und jetzt sind wir fertig. Jetzt kommen wir zur Schwarzen Insel. Oh mein Gott! Plot Twist! Sie greifen die Boote an! Wir müssen sie beschützen! Eigentlich ist es egal, weil wir können die Boote auch selber abknallen. Das macht jetzt keinen Unterschied. Aber das kann ich noch. Ja, hier. Also, ich bin daher. Nicht unbedingt, die Teile da reinfangen, die Teile. Also, es ist total schwierig. Das hat die Tür spielen müssen, so. Hoppercraft fahren, schießen. Das hat die Tür, dann mit dem Foto, zu probieren. Wie was ich gesagt habe, das war noch einordnen. Ich fand das auch in Stealth. Ich fand Stealth macht wirklich am meisten Spaß. Das ist schon so krass und natürlich schon. Ja, wieder gehört, das kann ich nicht sehen. Das ist so. Yay, da. Einige. Brauchen, Dom, Seeschlange. Hier wird immer angezeigt, welche Reihenfolge. Also nicht, wenn man, wenn man zum Beispiel die 6 Perle findet, wird es jetzt nicht hier angezeigt, sondern da. Also weiß man immer, wie viel man verrastet. Im Sprungkit kann man über diese Teile rüberspringen. Ne, noch nicht mal da, das ist woanders. Ich glaube, da ist es vorbei. Oh, fuck, ey. Herr Höppi Dörpi, ich hätte das halt fotografieren sollen, fällt mir da rein. Gäbe es Fettpunkte für, aber... Naja, ist ja wohin. Ich glaube, irgendwann gibt es da auch gar keine Upgrades mehr, sondern nur noch so, Perlen. Naja, schade, es fällt mir zu spät ein. Fuck, ey. Miss Jade. Ja. Mr. Dex. Müssen wir die Schwarzen Insel Schlachthausrennen, Basis. Fabrik, Stadt. Müssen wir auch hier rein. Fuck, ja, das fällt jetzt genau da an, oder ein bisschen danach. Wo ist dieses verfickte Scheißteil abgeschossen? Ein Schwarm blauer Skorpionsfische. Wetten, dass das Forschungszentrum interessiert? Was? Was für Fische? Ich sehe keine Skorpionsfische. Was labert der? Fuck, ja. Nee, nee. Oh, epic. Aus der gleichen Familie. Fuck, ey, das ärgert mich jetzt wirklich. Ich hab für 1000 Punkte führen, das wäre fett gewesen. But now it's just Harry. Ich muss natürlich sofort die ganze Ficker in der Luft jagen. Die schwarze Insel gleich nochmal? Hier, das ist die Stadt, die ich noch richtig gut gemerkt habe, dass wirklich los ist. Hey, da hinten brennt's. Das hat irgendwie doch gar keine Relevanz, was auch immer. Wir müssen super vorsichtig sein, Jake. Jan. Ja, und hier geht's jetzt zur Schwarzen Insel. Land in Sicht, Captain! Die Musik, die ist Schwarze richtig Insel geil. Aber das ist noch nicht mal so, dass sie... Also ich finde die Musik so in der Overworld und wenn es ruhig ist, viel besser. Nicht so. Das ist nur so geil, die ist so faszinierend. Aber in so Kämpfen, das ist... Naja, also ich mag sie, aber gibt Besseres. Und hier ist... Typ mit dem Epic Mustache. Ja, fuck that. Und... Andock. Jetzt kommt es nicht mehr raus. Aber ich glaube auch nur, weil das Teil jetzt repariert ist. Sonst wäre es immer rausgekommen. Fail. I'm a rapist. Welcome. Hallo, Miss Jade.
Mein Arbeitgeber, Mr. de Castellac, ist wie alle Hylianer an einem schnellen Ende des Krieges interessiert. Die Alpha-Abteilung behauptet, die Doms zu bekämpfen, aber man sagt uns nicht die Wahrheit. Die Doms-Monster haben bereits jeden Winkel unseres Planeten infiltriert. Zwei Exemplare wurden unten in dieser Mine gesichtet. Wenn wir die Bevölkerung nicht warnen, wird sich ihre Anzahl radikal erhöhen. Einen Platz im Film. Mr. de Castellac ist bereit, eine sehr hohe Summe zu bezahlen, um Fotos von einem Paar dieser Monster zu bekommen. Wieso? Die haben doch da ein Foto. Das ist eine sehr riskante Mission und es steht ihnen frei abzulehnen. Die Doms sind nicht unbedingt unsere Freunde. Sagen Sie Ihrem Boss, er bekommt das Foto. Also Jade ist, ich sage, auf dem Badass-Faktor so hoch wie Heather, wenn ich noch höher. Heather von Silent Hill 3. Viel Glück und nicht vergessen. Mr. de Castellac will ein Männchen und ein Weibchen auch. Ja, neue Aufnahme. Ich glaube, wenn das nicht so abrupt ist, aber wenn das. Ich habe keinen Bock, dass es verkackt. Hier gibt es mehr Marienkäfer, als ich vorher. Wenn ich sie vorher nicht fotografiert habe, hier hat man noch nicht Chance. Nicht so in diesem einen Teil. Ich brauche Hilfe. Na gut. Schneller Fettsack. Ach, jetzt will er hier drauf, oder was? Es geht. Na gut. Okay. Wir werden seine Erdwürmer schon finden. Den Part, den mag ich schon, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was später kommt. Einfach nichts. Ich glaube, das ist eine andere Fliege. Danke, Jade. Fuck it. 1500, das wäre so viel gewesen, dass sich Jade den ganzen Monat Schild für leisten können. Fuck. So, jetzt kommt's. Epic. Jade, Twist. Kannst du bitte mal kommen? Ich hab was Wichtiges zu erzählen. Jetzt ist wohl ein guter Moment, um dir meine neueste Erfindung zu zeigen. 2 Jahre Arbeit unter größter Geheimhaltung. Das Ergebnis der Arbeit meines Lebens. Ein meine kleinen Juwelen, die Jetboots. Sie laufen mit selbstgemachten Biotreibstoff. Hier ist die Tasche mit Druckmetan. Und in der Sohle sind die 2 Turboreaktoren. Um sie zu starten, musst du einfach den Hintern zusammenkneifen. Das Transportmittel der Zukunft. Ich warte auf dein Signal, Jade. Ich nehme hier das Chili con Carne nicht in eine Worte. Hey, was zu... Naja, so oder so ähnlich. Cool. Cheesy Lounge. Okay, super. Hol sie dir, Mädchen! Falls du noch eine Vorführung möchtest, lass es mich einfach wissen. Wow. Warum hast du mir das verheimlicht? Naja, ich arbeite ja noch daran. Änder bloß nichts mehr, die sind perfekt. Nicht diese... den Absturz ihrer Glaubstags, das ist auch perfekt. Wir haben zwar ein, 2 Leute, jede Minute, aber ist doch egal. Gut gemacht, Jade. Das ist eine Karte, die können wir auch fotografieren. Da ist die Karte. Mach ein Foto. Hör auf, das hab ich schon gerade erzählt. Aber die bringt eh nichts, das ist nicht so, als ob die Karte bräuchte wie Silent Hill. Er hat da gewunken, war ein Spassi. Aber irgendwie auch cool. Danger. Das ist episch. Zeit für den Hammer! Komm! Dein Jetboots-Angriff macht sie auf ihre Löcher. Ja, aber sei vorsichtig. Ich muss da reinhauen, sie beginnen zu glühen, wenn sie sauer werden. Oh, das war gar nicht unnötig. Ja, das will ich auch was machen. Verblüfft. Sieht aus wie ein Luftballon. Ach, mal klauen. Ich frage mich, woher kommen die Sachen? Waren das so Bauarbeiter, die das gelagert haben? Also ist es wahrscheinlich schon 10 Jahre alt. Und ich esse das jetzt noch. Auf geht's! Kaboom! Epic Explosion. Ich glaube, das zerbringt auch ordentlich. 500, sei vorsichtig mit diesen rotierten Anemonen. Penny Pep Pep.
Da bringt einer vom Stark, ach Stark, aus den Credits Einheiten. Uno Materie Kristall. Ich werde es pronto an die Bank transferieren. Vitalen mucho dinero. Wie schnell das geht. Ich sammle das ein, er versendet das und in dem Moment kriege ich sogar doch das Geld. Also würde eBay so schnell gehen, würde ich darauf noch kaufen. Ich vergesse mal zu hey, rennen. Jade, komm, schau dir das an. Auch ein Tier, aber ich hab's gehauen. Aha, aha. Und you know what I will do now? Jet Foods Attacke! Na, die geht. Jetzt! Hell yeah, motherfucker. Das muss ich. Ne, das muss ich doch nicht mal schieben, weil es rollt dann von alleine. Ist das hier eigentlich auch? Sieht auch nicht, also Algen oder sowas. Sag einfach wann, Jake! Ja. Oh. Hol sie dir, Mädchen! Kaboom! Ja, und das springt jetzt die Richtung. Meiner Meinung nach, aber naja. Hey, wieso habe ich denn ein Herz schon verloren? Neue Aufnahme. Ja, ich sag was einfach immer. Oh, und. Wow, epic. Yeah, oh mein Gott! Okay, das war episch. Krochax. Ja, nicht in die Nähe. Oh, epic dodge. Was war das? Foto war nice. Krochax, hier werden noch mehr sein, Jade. Sie greifen immer in Zweier- oder Dreiergruppen an. Ja, aber Gineo, dieser war alleine. Okay. Was hat das jetzt gemacht? Ach, jetzt kann ich das da hinschieben. Ich will mir ja schon leisten. Wenn du mich fragst, bewegt sich das kein Stück mehr. Ach, wirklich? Woran mag das wohl liegen? Ich bin den anderen Weg gar nicht gegangen, aber ich glaube, da gab es auch nichts. Sekundärschacht. Mein Gott! Qualm! Fail. Durchbereich euren Schacht! Dafür gibt es 800 WTF, 800 für so eine Scheiße. Und dann, wie viel gab es für das große Spiel halt? Ich glaube, 1000 für jeden Gott. Ja, also ich kenne es nicht mal, nur so Button der Schwinger, das macht doch nicht Spaß. Und dann zeige ich das Display wieder. Wunderbar! Ach, und dafür gibt es nur 300, wenn man nicht mehr drauf. Das ist jetzt auch so lustig. Das habe ich schon.